Herzlich willkommen zur CX Lounge. Mein Name ist Kai Vorhalter, Geschäftsführer und Gründer der Portneo Group. Heute mit mir zu Gast freue ich mich sehr, Andreas Küchle. Hallo. Head of Marketing von den Sparda-Banken Baden-Württemberg. Und mit mir, wie immer, in den Folgen mein Dauer-Co-Host-Gast, Professor Dr. Waldemar Förtsch. Freut mich, hier zu sein. Super. Steigen wir doch gleich ein. Heute wollen wir das Thema Customer Experience im Finanzbereich Banken uns anschauen. Und Andreas, wenn man da so auf deinen Lebenslauf schaut, es gab zwar eine kurze Station, da warst du tatsächlich mal in unserer Branche. Ja. Aber so im Großen und Ganzen bist du ja doch der Finanzbranche sehr, sehr treu geblieben mit Ausbildung ganz früh. Und dann hast du ja wirklich auch sehr viele verschiedene Produktbereiche, Player kennengelernt. Ja? Von Bank natürlich, aber auch Versicherung zu Bausparkasse, jetzt wieder Bank. Das heißt, offensichtlich scheint dir die Branche zu gefallen. Da einfach mal die direkte Frage zum Einstieg. Was reizt dich an der Finanzbranche? Naja, das Schöne an der Branche ist eigentlich, dass sie in jedem Lebensalter und in jedem Lebenszyklus sich widerspiegelt. Also es beginnt mit der Geburt und endet bis ins hohe Alter rein. Und man hat eigentlich immer mit der Finanzbranche zu tun. Und es geht immer darum, Lösungen zu finden, wie man eben seine finanziellen Gelegenheiten in der jeweiligen Situation lösen kann. Und das fand ich schon immer ganz spannend. Und es ist eine Dienstleistungsbranche. Ich liebe Dienstleistung. Und da hat beides zusammengepasst. Ne? War inhaltlich spannend, interessant, bei weitem nicht so dröge, wie die meisten von außen denken. Und dann hat es auch noch sehr viel mit Menschen zu tun. Mhm. Und das war mein Thema dabei. Also Dienstleistung ist, glaube ich, ein super Stichwort. Geht ja um Customer Experience hier in unserer CX Lounge. Und da geht es bekanntlich ja immer mehr darum, über das Produkt hinauszuschauen und in Richtung Dienstleistung zu gehen. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch dazu. Was vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, finde ich auch sehr wichtig. Du warst ja 6 Jahre lang ehrenamtlich auch Präsident des Marketing-Club Stuttgarts. Hm. Das heißt, insgesamt dich auch für die Branche sehr engagiert und ich sage mal, glaube ich, auch damit natürlich nochmal in viele Felder reinschauen können. Gibt es da was du aus der Zeit noch so mitnimmst? Ja, sehr viele gute Gespräche. Also ich glaube, das ist für unsere Branche eigentlich das Elementare und das ist auch das, was wir hier heute machen. Ne? Der Austausch in einer immer sich schneller bewegenden Branche, in einem Umfeld, wo es eigentlich kein Tag vergeht, ohne dass man was Neues dazulernen kann. Und da glaube ich, ist das Lernen von Gleichgesinnten ein ganz entscheidender Schlüsselfaktor, wo man sich eben einfach vorbereiten kann für die Zukunft, für seine eigene Branche. Und gerade im Marketingclub treffen sich eben genau die Menschen, die sich für Marketing interessieren, die sich für Kundenmanagement interessieren, die sich für Customer Experience interessieren und für alle Themen, die man eben rund um unsere Branche so haben kann. Und insofern finde ich das exzellente Plattform, um sich da einfach auch ajour zu halten, aktuell zu halten und vielleicht auch mal selber zu reflektieren. Ich glaube, das ist manchmal auch ganz gut, wenn man das als Marketingmensch tut. Absolut. Also das ist ja auch unser Anliegen mit der CX Lounge, dass wir genau das auch schaffen wollen. Ne? Also neue Meinungen, Perspektiven reinbringen und entsprechend nochmal super, dass du da bist. Waldemar, Finanzbranche, einfach auch mal ein erstes Statement deinerseits. Es ist ja per se gerade auch nicht die ganz einfachste Branche. Ne? Ja, und diese Branche ist im kompletten Wandel. Also ich kann mich nur an mein erstes Customer Experience Erlebnis erinnern, als die Sparkasse, als ich noch nicht in der Schule war, mir ein Schweindel gegeben hat mit 5 Mark drin damals und das Sparbuch dazu. Ja. Und ich kann mich da echt daran erinnern. Das war für mich ein Erlebnis. Die kamen im Kindergarten, jeder hat ein Schweindel gekriegt und die Namen wurden aufgeschrieben und die Sparbücher ausgehändelt. Und heute geht alles digital. Also ist natürlich eine völlig andere Form der Customer Experience. Und diese Finanzbranche ist noch nicht am Ende. Sie ist ja durch die Digitalisierung oder ist in der Digitalisierung eigentlich total
sagen wir, das ist die Essenz davon, weil halt das Geld keine physische Größe braucht. Früher hat es es gebraucht, heute braucht es nicht mehr. Und deswegen wird auch jede Form von Customer Experience völlig anders sein, als sie gestern war. Und damit muss man fertig werden. Und ich denke, die Branche kämpft schwer damit. Wir haben natürlich auch eine Branche, die sehr vielfältig ist, die kulturell unterschiedlich ist, also die Europäischen und die Amerikaner und dann noch die Chinesen. Also ich meine, da kommen unterschiedliche Aspekte da zusammen. Deswegen eine echte Herausforderung, was Customer Experience betrifft. Wenn wir schon über CX-Momente sprechen, bevor wir in die Bankenbranche dann komplett einsteigen, gibt es noch einen, den du persönlich so als Einstieg, wo du sagst, boah, das war in letzter Zeit mal richtig cool, das hat dich begeistert, bewegt als Konsument oder User? In der Tat gibt es einen. Also ich habe so eine kleine Love-Mark für mich, das EDK. Mhm. Und ich finde, die haben in der Kommunikation, in der Marke etwas geschaffen, was die Menschen vor Ort in den Märkten ganz toll widerspiegeln. Und für mich war da schon ein sehr schönes Momentum, dass das, was ich in der Werbung gesehen habe, dann auch tatsächlich im Laden wiedergefunden habe. Also sprich, man sucht etwas, man steht ein paar Meter davor und man bekommt trotzdem ein Lächeln und man wird hinbegleitet und es wird freundlich, kein Problem, melden Sie sich ruhig wieder, wenn ich was habe. Genauso wie man es in der Markenkommunikation erlebt. Und das finde ich bei der Marke besonders gut, weil es ja eigentlich auch eine Genossenschaft ist. Absolut. Und damit ja ganz unterschiedliche Eigentümer hat und damit auch unterschiedliche Kulturen in den Märkten vorherrschen. Und es dann über eine zentrale Markenbotschaft zu schaffen, doch in den einzelnen Märkten das wiederzuspiegeln, das finde ich große Klasse. Und das hat mich sehr als Marketier sehr gefreut und als Kunde auch. Und wenn ich was nicht weiß, frage ich ganz einfach bei denen. Cool. Freut mich natürlich auch für die Kollegen aus der Branche, die das verantwortet haben. Ja. Und ich glaube, das zeigt ja auch den Wandel, den das Marketing seit einigen Jahren nimmt, aber immer verstärkter. Ne? Dass es weit mehr darum geht, irgendwie vordergründig irgendein Angebot in den Markt zu treten, sondern dass es wirklich um eine Haltung geht, letztendlich, die sich auch in der Werbekommunikation auch niederschlägt. Ja, es zeigt noch was weiteres. Es zeigt auch den Anspruch des Marketings, den wir vielleicht viel öfters formulieren sollten, den Leader-Anspruch des Marketings in Unternehmen, dass eben über Markenbotschaften, über die Positionierung eben auch ein Wandel in der Organisation selber stattfinden kann. Und ich bin mir ganz sicher, der Mitarbeiter in seiner Freundlichkeit, in seinem Ausdruck, den ich erlebt habe, hätte das anders vermutlich nicht so bewusst und so selbstverständlich gemacht, wenn es eine andere Kommunikation gegeben hätte dazu. Sondern er hat sich identifiziert und er hat das gelebt, was ihm die Marke gegeben hat. Und das, glaube ich, da müssen wir Marketiers, können wir sehr viel mehr mutig nach vorne laufen. Also da sprichst du mir ein sehr wichtiges Thema an. Ich meine, dieses Postulat, das gibt es ja schon länger, dass man sagt, komm, Marketing muss eigentlich eine viel wichtigere, übergreifende Rolle, sagen wir mal, im Unternehmen einnehmen und nicht durch das Thema Customer Experience, was ja nicht nur, sagen wir mal, die Kommunikation selber betrifft, sondern im extremsten Maße das Service Offering, natürlich Vertrieb auch, aber auch, sagen wir mal, Produktentwicklung, macht das, glaube ich, umso notwendiger. Da vielleicht aber mal kurz den Blick so aus deiner Forschungs- und Universitätssicht. Siehst du das so gegeben, dass die Rolle des Head of Marketings oder nennen wir ihn vielleicht sogar Customer Experience Officer überhaupt in den Unternehmen so die Stellung hat? Wir haben da ein Riesendefizit. Also wenn ich jetzt nur die reine Liste der CMOs, Chief Marketing Officers in Deutschland durchgehen würde, dann ist die Zahl relativ klein. Und wenn, dann sind es irgendwelche kleine Unternehmen, Agenturen, Software und so weiter. Also nicht beim Daimler, nicht beim Siemens, beim GE gibt es, beim IBM gibt es. Also die Amerikaner sind da viel, viel weiter. Und die Grundfrage, die Andreas hier gestellt hat, welche Rolle hat es? Marketing ist natürlich schon eine schwierige.
und für die Finanzbranche speziell. Also ich kann mich noch erinnern, als bei der Stuttgarter Bank im Keller noch der BS1000-Rechner stand und da nichts geändert wurde, weil don't hit a running horse. Also dann haben sie das laufen lassen, bis es gar nicht mehr geht. Und jetzt sind wir natürlich in einer Technologie, wo die Veränderung permanent ist und die Rolle des Marketing muss eine andere sein, weil die Rolle der Technologie eine andere ist. Und wenn ich sozusagen anderen Einrichtungen, CIO, ja, wenn ich jetzt bei der Bank bin, den CIO das machen lasse, dann hat er natürlich einen anderen Blickwinkel zum Kunden, als wenn ich den Marketing CMO das machen lasse. Ich denke, es ist immer ein permanentes Ringen in den unterschiedlichen Einheiten um die beste Lösung. Nur wenn man sich als Marketier sofort nur auf die Ausgestaltung in Text, in Bild, in Wort, in Marke zurückzieht und eben das Geschäftsmodell als solches nicht zum Kern seiner Arbeit hat, dann kommt genau so ein Ergebnis raus. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Unternehmen Marketiers eher aus einer kommunikativen Ecke kommen, aber nicht aus der Branche selbst. Und du hast vorher gesagt, du bist ja irgendwie schon ganz schön lange in der Branche. Ja, weil ich aus der Branchenexpertise herauskomme und aus der Branchenexpertise heraus eben Marketing mache. Jemand, der das rein aus einer kommunikativen oder angelernten Situation heraus macht, kann diese Branche als solche nicht im Geschäft oder dieses Unternehmen nicht im Geschäftsmodell mittreiben oder entwickeln. Und damit wird seine Rolle eine andere. Ne? Und wenn du sagst, ja, Bankenbranche, das ist tatsächlich, die Finanzbranche ist eine sehr regulierte Branche. Ja, zum einen. Ja. Wir haben sehr, sehr viele gesetzlichen Vorschriften, die wir einhalten müssen und an denen eben im Wesentlichen auch die Zulassung als Unternehmen dranhängt. Es ist bei anderen Unternehmen, in anderen Branchen, werde ich eben per Entscheidung zu einem Vorstand. Bei der Finanzbranche ist es so, dass man eine Zulassung bekommen muss. Ja. Und die Zulassung hat das Marketing nicht als Kriterium, sondern hat eben regulatorische, bankfachliche Themen, juristische Themen, Compliance, MA-Risk, Risikomanagement als Kriterien. Und deswegen findet man in der Finanzbranche auch relativ wenig Marketingmenschen im Vorstand. Ich glaube, Andreas, da kommen wir ja später zu sprechen, du bist da ein sehr schönes Beispiel von jemandem, der seinen Arbeitsbereich deutlich weiterfasst. Treibst ja sehr viel auch zum Thema Technologie, also in Verbindung mit Marketing und Kundenorientierung voran. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich würde gerne noch einen Sprung kurz nochmal allgemein oder Blick auf die Bank- und Finanzbranche werfen. Mhm. Jetzt allgemein, du bist ja jetzt als Vertreter der Banken hier, steht ihr ja wirklich, sag mal, in mehrfacher Weise wirklich gerade unter einem gewissen Stress. Auf der einen Seite gibt es ein äußerliches Umfeld mit den Niedrigzinsen. Es gibt aber natürlich auch die Fintechs, Neobanken als Stichwort, die extremst kapitalisiert in den Markt gehen, die natürlich auch keine Legacy haben. Das heißt, nicht den alten IBM-Rechner, den du gerade erwähnt hast, im Keller stehen haben. Also Siemens-Rechner. sondern natürlich auch den Vorteil haben, dass sie alles auf der grünen Wiese aufbauen können. Mhm. Damit natürlich zu geringeren Kosten, modernere Infrastruktur. Wie ist da dein Blick gerade auf die Branche selber? Naja, wir haben ein Riesenpotenzial erstmal. Also das sollten wir uns auch nicht schlecht reden lassen, sondern unser Riesenpotenzial ist, wir haben eine wahnsinnige Erfahrung in einer Branche und wir haben einen sehr, sehr großen Kundenstamm, den wir nicht neu gewinnen müssen, sondern den wir schon haben. Das sollte man nicht vergessen. Das auf der einen Seite Freude und auch ein Vertrauenscharakter. Und auch ein Vertrauenscharakter, natürlich. Und schon Erfahrungen und vielleicht auch schon die eine oder andere hoffentlich positive Customer Experience zwischen Unternehmen und Kunden. Mhm. Und wahrscheinlich sogar schon ein sehr langjähriger Wegbegleiter. Also wenn man mal an das Thema Baufinanzierung denkt, dann sind es eben Vertrauensbeziehungen, die da entstanden sind, die bei einem Privatkunden auch eine gewisse Tragfähigkeit haben. Das ist die eine Seite, das ist gut. Auf der anderen Seite hast du auch schon ein paar Sachen angesprochen, die Schwierigkeit darstellen.
Wenn ich es jetzt mal gerade für das Thema Marke oder Customer Experience anschaue, dann haben wir zumindest im Privatkundengeschäft ein sehr heterogenes Geschäft und sehr heterogene Kunden, sehr unterschiedliche Kunden, die in immer schnellerer Geschwindigkeit auch ihre eigenen Ansprüche anpassen oder lernen oder Verhalten verändern. Manche Konkurrenten von uns, die Neobanken, wobei ich sie nicht zwingend jetzt als Konkurrenten, sondern eher als Marktteilnehmer im Sinne von einer Nische betrachte, die bedienen ein bestimmtes Klientel und sie treffen für dieses Klientel den Nerv der Zeit in einem bestimmten Kundenprozess. Aber sie haben in der Regel nicht den kompletten Kundenprozess und sie haben auch nicht unterschiedliche Lebensphasen, das Thema. Und das ist die Komplexität, die wir Banken dann als Traditionsunternehmen spüren, dass wir eben verschiedene Generationen, auch verschiedene Vorlieben bedienen müssen und das gleichzeitig. Und die wechseln. Und wir müssen erkennen, wenn sie wechseln. Und wir müssen dann rechtzeitig beim Kunden sein, um genau diesen Wechsel mit begleiten zu können. Jetzt hast du ja gerade zu Recht gesagt, Kundenbedürfnisse wandeln sich und es gilt darum, den Punkt oder es zu erkennen, wenn sich das Bedürfnis wandelt. Das war ja früher, wenn ich so sagen darf, als Bank recht einfach, weil da hat man einen Berater gehabt und die Kunden sind auch regelmäßig in die Filialen gekommen. Dann konnte ich sie ja im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Wie läuft das heute? Ja, der Kontaktpunkt in der Filiale oder der persönliche Kontaktpunkt, der ist natürlich weit viel geringer wie früher. Früher war es ausschließlich der persönliche Kontaktpunkt. Heute ist es schon etwas vielschichtiger. Die Menschen machen ihre Finanzgeschäfte per App, im Internet. Sie machen es per Telefon. Sie machen es manchmal per Zuruf, manchmal an den Automationen, die wir ihnen zur Verfügung stellen, in den SB-Stellen. Und dann manche aber doch auch wieder in der Filiale und das auch noch wechseln bei unterschiedlichen Begebenheiten. Mhm. Also ich würde sagen, vielfach komplex, dieses Gebilde. Und schneller Wandel. Ganz schneller Wandel. Ja. Und du kannst dir heute auch nicht mehr sagen, jemand, der bisher noch nie in der Bank war, sein Konto eröffnet hat über einen digitalen Prozess, kommt morgen nie in die Bank. Es kann morgen eine Situation eintreten, wo er sagt, und jetzt möchte ich doch aber möchte mit jemand reden. Ja. Jemand, der vorher gesagt hat, ich würde aber nie in eine Bankfiliale laufen, ja, kommt an den Punkt, wo er sagt, aber jetzt brauche ich jemand, mit dem ich darüber reden will. Ja. Also du musst permanent darauf vorbereitet sein, dass jeder Kunde jeden Kanal nutzt. Und das Spannende dabei ist zu erkennen, wann er zu welchem Zeitpunkt, wie gesagt, in wechselnden Zeitfolgen, welchen Kanal für den bevorzugten. Aber es ist ja kein Hexenwerk, weil es ist ja nachzuvollziehen. Also ich habe jetzt konkret ein Beispiel. Mein Sohn ist N26 und ist ganz happy, hat sein Konto drauf, läuft wunderbar. Jetzt kauft er eine Wohnung. N26 kann nicht liefern. Natürlich nicht. Also muss er zur lokalen Bank gehen. Ja. In dem Fall eine Volksbank aus der Steinzeit. Die sozusagen, aber die wahrscheinlich eine gute Beratung und eine gute Baufinanzierung. Die hat eine gute Baufinanzierung, eine gute Beratung, aber die Digitalisierung funktioniert nicht. Das heißt, da gibt es den Clash. Ich will eigentlich meine Baufinanzierung genauso wie mein Konto bedienen und es geht nicht. Mhm. Und jetzt sehe ich mal hier die Opportunity, also die Chancen. Wenn ich als Bank hier schnell genug bin in meiner Technologie, aber auch in meiner Kundenansprache, habe ich die Chance, diese Abtrünnigen einzufangen, oder die Bestehenden dahin zu führen. Und du kannst an der Stelle bei deinem Sohn immer noch nicht sicher sein, dass er nicht Teile dieser Baufinanzierungsberatung dann doch wieder digital machen wollte. Mhm. Und das sind genau die Themen, also diese hybriden Ansätze in der Kundenprozesskette. Das sind die, auf die wir eingehen müssen. Wir haben für uns vor anderthalb Jahren eine Anwendung, MyBaufi nennt sich das, auf den Markt geworfen und bieten unseren Kunden damit von der Angebotsphase über die Abwicklung, über die Auszahlung eine digitale Prozesskette für die Baufinanzierung an. Super. Aber das Entscheidende dabei ist,
immer auch mit der Möglichkeit, einen Berater hinzuziehen. Und der Prozess geht aber digital weiter. Ja. Ja. Und das sind dann so Dinge, wo man anfängt. Und wobei so etwas auch nicht einfach ist. Das vielleicht auch mal gesagt. Also du hast so einen Prozess und dann musst du erstmal einen Kunden finden, der sagt, ja wie, ich soll jetzt alles mit meiner App. Dann probieren es die Ersten und die Ersten finden es gut. Dann finden es auch die ersten Berater gut. Ja, es ist ja dann auch wieder nach innen gerichtet. Das ist ein Riesenthema. Ja, also auch die Berater finden es dann gut, weil es der Kunde gut findet. Und dann ist das ein Entwicklungsprozess und am Ende steht eine fertige Prozessstrecke da, die aber auch wieder, und jetzt komme ich schon mal auf einen anderen Hinweis, die aber auch wieder nur solitär für diesen einen Prozess dasteht. Ist ja klar. Und was passiert mit dem nächsten Prozess? Dann hast du Aktien und dann hast du und Bitcoins. Da merkt man, also das war jetzt für den einen Prozess schon eine vielschichtige, komplexe Geschichte. Und jetzt kommt der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, den wir eben auch bedienen. Aber der Kunde erwartet es einfach, weil er in seinem heutigen digitalen Leben da schon ein Stück weiter ist. Er hat kein Radio mehr, sondern er hört über sein Handy. Er schaut kein Fernsehen mehr, sondern er schaut über sein Netflix. Warum soll die Bank nicht denselben Weg gehen? Ja. Also ist interessant, was du gerade sagst, wenn du das Thema Radio nimmst und analog und digital, da haben wir eine ähnliche Situation. Genau. Oder nehmen wir mal die Zeitungen, die haben eine ähnliche Situation. Genau. Und immer ist die Frage dahinter, und an welcher Stelle ist das Geschäftsmodell noch verdienfähig? Also an welcher Stelle kann ich mit diesem neuen Geschäftsmodell, mit diesen neuen Prozessen denn dann auch noch einen Mehrwert beibringen, also sprich Geld verdienen als Unternehmen? Und diese Dimension, die muss man irgendwo auch noch ein Stück weit mit betrachten am Ende. Umgekehrt, man muss die erkannt haben, weil wenn ich kein Geld verdiene, bin ich morgen nicht mehr da. Ja, und was natürlich aber auch ist, in Sachen Standards, also wir reden ja immer davon, der Kunde vergleicht dich ja längst nicht mehr mit anderen Banken, sondern er hat ja das Amazon oder whatever Usability im Kopf und sagt, das erwarte ich natürlich von meiner Bank genauso, beziehungsweise was aber ja auch ist, ich sag mal, in den einzelnen Produktsparten, die so unterschiedlich sind, wie du beschrieben hast, wirst du natürlich auch immer gegen den Benchmark gematcht. Ne? Also aus meiner persönlichen Gegebenheit auch, ich bin deutscher Bankkunde, sind ja als Banking mit ihrer Banking-App durchaus prämiert und ist ja auch, sag ich mal, wirklich eine gute Experience. Aber geht da mal in die Portfolio-Verwaltung. So, das ist wirklich Steinzeit im Vergleich zu den Neo-Traders und was da mittlerweile alles Usus ist, was ich mir an Statistiken fahren kann, wie ich direkt die Trades ausführen kann. Ja? Und das heißt, da merkt man auch diese Investitionen, die notwendigen, die du angesprochen hast, die sind natürlich gewaltig. Ja. Und jetzt kommen wir an eine ganz spannende Fragestellung, die gar nicht mehr so viel mit Marketing zu tun hat, aber am Ende doch wieder. Das ist das, was du vorher schon angedeutet hast. Jetzt habe ich auf der einen Seite eine regulierte Branche, die in einem Hochsicherheitstrakt, so nenne ich es jetzt mal, ihr Backend, das Banking und den Zahlungsverkehr in einem ganz sicheren, geschlossenen Kreislauf darstellen muss. Ja? Und ich habe auf der anderen Seite vorne sehr viel schnellere Kundenkontaktpunkte, die sich in immer höherer und immer schnellerer Geschwindigkeit verändern. Mhm. So. Und diese beiden Geschwindigkeiten, Regulatorik, Stabilität, permanente Verfügbarkeit versus Innovationskraft, das ist etwas, was in der technischen Landschaft eines Bankrechenzentrums hin und wieder doch zu Konflikten führt, was die Investitionsmittel angeht. Genau. Da rein das neue Urteil, das neue Gesetz umsetzen, regulatorisch, mandatorisch, muss sofort gemacht werden, versus Innovation, müsste er eigentlich auch sofort gemacht werden. Mhm. Kapazitäten sind aber gebunden. Mhm. Und diese Diskussion haben wir in unserer Branche eigentlich permanent. Und diese Lösung oder daraus eine Lösung zu finden, ist überhaupt erstmal die Chance, vorne schneller reagieren zu können. Wenn wir über Touchpoints in der Bank sprechen, wir haben ja gerade eben gesprochen, gibt multiple, Multikanal, dann über den ganzen Lifetime hinweg, gibt es so ein paar entscheidende, die ihr sagt, die müssen wir auf jeden Fall beherrschen? Ja, aber das sind jetzt nicht wirklich ganz, ganz große Überraschungen, dass man den mobilen Touchpoint beherrschen muss, ist glaube ich klar, dass man im Netz präsent sein muss, ist klar, dass man in der
im Research-Bereich im Internet präsent sein muss, mhm. wenn ein Kunde sich informiert und eben entsprechenden Content abruft, um Informationen zu bekommen, um sich vorzubereiten auf eine Entscheidung. Das ist, glaube ich, auch klar. Ich glaube aber im Wesentlichen ist es nachher das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Touchpoints, die eigentlich das Gesamterlebnis ausmachen. Ich glaube nicht, dass es einzelne Touchpoints sind. Man ist ja sehr oft dabei, das Thema User Experience in einzelnen Touchpoints zu untersuchen. Das ist bestimmt richtig. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja, das ist gut und das ist wichtig. Entscheidend wird aber die Customer Experience über die kompletten Prozessketten sein. Ja. Und nicht in dem einzelnen Kanal. Und wie wir jetzt vorher schon rausgearbeitet haben, weil immer sind es eben mehrere Kanäle, die parallel und synchron laufen müssen. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil, den man sich erarbeiten kann. Aber das ist tatsächlich auch, finde ich, ein harter Job. Also ich würde nicht sagen, dass wir da schon am Ende sind, um Gottes Willen. Da sind wir ganz am Anfang. Und ich würde auch sagen, dass die Branche da noch ganz viel Potenzial hat. Und auch die ganzen, die uns da Feuer machen, sind immer nur in ihrem einzelnen Silo. Ja. Und wie gesagt, die Herausforderung ist, über all diese Silos in einem kompletten Lifecycle entsprechende Touchpoints zu generieren. Also die kritische Frage bei den Touchpoints ist natürlich auch, wie viel echte menschliche Touchpoints brauchen wir und welche und welche Leute brauchen wir und wie wollen die Leute behandelt werden oder wie? Also das ist schon... Das ist hochspannend bei uns. Ich kann da ganz aktuell, im letzten Jahr hatten wir ja auch die ein oder andere Einschränkung durch die Pandemiezeit und hatten da doch sehr, sehr viele Beratungen, die dann auf einmal doch über Screensharing funktioniert haben, die dann eben da die menschliche Komponente über das Endgerät, aber man hat sie trotzdem man konnte wählen, komme ich in die Bank oder mache ich es per Screensharing, und das ist was anderes wie Videoberatung, weil Videoberatung ist wieder etwas, was hochprofessionell ausschließlich im Videostream angeboten wird. Ne? Und Screensharing ist etwas, wo ich den direkten Draht zum Berater, den ich aus der Filiale kenne, mit andocken kann. Also da ist kein professionelles Call, ist der Berater vor Ort. Das heißt, unsere Leute können jetzt, fast alle unsere Berater im Anlage- und Baufinanzierungsgeschäft sind ausgestattet mit Screensharing-Plätzen, sodass sie wahlweise mit dem Kunden auch direkt am Bildschirm arbeiten können und das Angebot ihm direkt auf dem Bildschirm senden. Oder sie können reinkommen. Da kann ich euch sagen, da seid ihr dem einen oder anderen Mitbewerber auf jeden Fall voraus, wie ich sehe, dass da renommierte Konkurrenten teilweise noch damit ringen, überhaupt eine Videokonferenzleitung herzustellen. Also so erschreckend das ist. Aber das ist auch kein Selbstläufer, weil du musst erstmal die Leute dazu finden, die das am Anfang machen. Und dann gibt es wieder Vorreiter, die eben den Mut haben, ich probiere das jetzt mal aus, stellen fest, der Kunde findet das gar nicht so schlecht. Mir ging es auch ganz gut dabei. Ja, mir ging es auch ganz gut dabei und auf einmal entwickelt sich das weiter. Und ich glaube, diesen Raum, den sollte man in jedem Projekt auch immer ein Stück weit mit einplanen, damit die Protagonisten die Chance haben, diese Veränderung, diesen Change mitzulaufen. Ja. Super. Jetzt ist ja das Management dieser Touchpoints oder einzelnen Experiences nur noch mit Technologie machbar. Ihr seid ja jetzt auch da, ich sage es ja schon gerade eben, Vorreiter. Ich glaube, eins so der Aushängeprojekte auch von SAP, was die SAP Marketing Cloud betrifft. Magst du da ein bisschen mal ausführen, was ihr da bisher gemacht habt? Was hat schon funktioniert? Wie ist deine Vision von euch? Ja, spannend an der Geschichte war eigentlich die Story von die Idee von Anfang an. Also wir haben uns überlegt, und dann nicht nur die Sparda Bank Baden-Württemberg, sondern dann wieder in der Gruppe der Sparda Banken, haben wir uns überlegt, wie wir es denn schaffen, diese Kanäle besser miteinander zu verknüpfen und überhaupt eigentlich dieses
diesen Kundenbedürfnis, das wir gesehen haben, du hast vorher Amazon genannt. Ja klar, wenn ich einmal in Amazon einkaufe und ich bekomme nach einer halben Minute oder 30 Sekunden habe ich keine Bestätigungs-E-Mail, werde ich nervös. Ja, mach das mal bei der Bank. Mhm. Also da reden wir dann über, im besten Fall über Minuten, aber es kann schon auch mal Stunden oder Tage werden. Ne? Also bis da eine qualifizierte Antwort kommt. Und das ist schon ein Problem, weil die Leute es anders gewohnt sind. Und wir da hinterherhinken, was unseren Service angeht. Und wir hatten das Thema dann als CRM-Projekt definiert. CRM war eigentlich ganz clever, weil das hat jeder schon gekannt und hat jedem eingeleuchtet, dass man ein CRM braucht. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir in dem Projekt der Handelnden, also der operativen Leute, der erarbeitet haben, was wir unter CRM verstehen. Und das war dann tatsächlich neu. Also das war dann nämlich so umfassend, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen eigentlich im Zielbild in eine 1:1 Kommunikation herstellen können über alle Kanäle, möglichst in Echtzeit. Und das das war mal die Idee. Da sind wir ein bisschen weg davon, weil man kommt natürlich im Verlauf eines Projektes dann auch an technische Restriktionen oder an seine Grenzen. Ja. Ja, man kommt einfach auch an Grenzen. Ja, das ist so. Aber den Anspruch als solches, den fanden erstmal alle toll und das war dann die Ausschreibung. Und dann hatten wir uns da viele angeschaut. Und wir haben aber auch schnell gemerkt, wenn wir über alle Kanäle reden, dann reden wir nicht über digitale Kanäle. Die meisten Leute denken bei Realtime-Marketing und CRM an digitale Kanäle. Wir haben aber noch unsere Filialen, wir haben Berater, wir haben Menschen, wir haben physische Kanäle. Und das zu verknüpfen mit einer digitalen Welt, das war ganz spannend. Okay. Ja. Und das war auch die größte Herausforderung. Übrigens, da sind auch die meisten Anbieter dann gescheitert und dann fiel die Wahl auf SAP, weil die eben eine Lösung hatten, die eben genau das konnte. Mhm. SAP weiß auch, dass wir sie eigentlich am Anfang nicht auf dem Radar hatten und da war der Marketingclub wieder hilfreich. Über den Marketingclub habe ich den ihr System mal gesehen und habe gesagt, na, eigentlich müssten die das vielleicht auch können und habe die gefragt, und so, eigentlich können wir es. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Aber auch da wieder, die Marke SAP hat das nicht verkörpert, dass die das können. Mhm. Mhm. Und wenn, dann vermutlich teuer. und war dann aber doch überraschenderweise genau anders. Sie haben es gekonnt und zwar sehr gut und auch nicht so übermäßig teuer, dass man sagen musste, das können wir gar nicht leisten. Mhm. Und heute haben wir ein System, das war deine Ausgangsfrage, heute haben wir ein System, wo wir uns zwei Cloud-Systeme lizenziert haben, die Sales und die Marketing Cloud. Beide sind ja auf dieser C4HANA-Plattform integriert, wo wir alle unsere Kanäle drüber laufen lassen. Mhm. Und ich hatte vorher mal kurz dieses Thema Backend-Regulatorik, Stabilität, Sicherheit versus Innovationskanäle, also Frontends, gesprochen. Und wir haben, wenn man sich dieses Zweierbild so vorstellt, haben wir in die Mitte diese Core Engine SAP gestellt. Das heißt, die wird befüttert aus dem Backend und sie steuert alle Frontend-Systeme und bekommt die Informationen wieder zurück und steuert daraus wieder die Frontend-Systeme. Eigentlich ein relativ einfaches Bild. Im Endeffekt die einzigste Chance, vorne schnell zu sein, weil die Anbindung nur ein Cloud-basiertes System erfolgen muss und nicht in einen Banken Backend. Mhm. Ja. Okay, ja. Aber das heißt trotzdem, dass die Arbeitsplätze der Mitarbeiter digitalisiert sein müssen. Die sind alle digitalisiert. Genau. Ja. Und dann, dass die Kommunikation entweder beim Kunden direkt digital läuft oder vom Kunden zum Bankmitarbeiter und dann digital. Oder über das Telefonsender. Genau, aber dann sozusagen der Übergang oder durch die Person gemacht wird. Also alle wesentlichen Touchpoints, alle Touchpoints, die wir mit dem Kunden haben, laufen in diesem System zusammen. Okay.
Gut. Was ich die ganze Zeit höre und was für mich jetzt eine neue Einsicht in dem Gespräch ist, Customer Experience hat ja die ganz wichtige Seite der Mitarbeiter Experience, also Employer Experience. Also wenn der Mitarbeiter sich nicht wohlfühlt, wenn der Mitarbeiter nicht in der Lage ist oder auch die technischen Möglichkeiten hat, dann hat er ja ein echtes Problem. Ja. Also das heißt, wenn ich meinen Kredit gar nicht digital abwickeln kann, dann sitzt der da rum und sagt, hey, warum bin ich der Blöde? Ja? Mhm. Der Kunde sagt, ich mache das doch ständig am Handy, warum könnt ihr das nicht? Mhm. Oder wenn der Mitarbeiter mit Leuten konfrontiert werden, die aus einer anderen Zeit kommen, die schon zum Beispiel jetzt konkret die Digitalisierung noch nicht. Ja? Also das heißt, die Customer Experience beim Mitarbeiter ist ein ganz wesentlicher Teil. Und ich fand das Beispiel von der Edeka-Werbung so toll. Ganz entscheidender Teil für die Kultur, für die Atmosphäre, für das Wohlbefinden des Mitarbeiters und natürlich dann auch für die Kommunikation. Also die Kommunikation hat ein ganz anderes Niveau, wenn ich sozusagen zufriedene Kunden und zufriedene Mitarbeiter habe. Das ist so. Ich kann das mal mit Zahlen noch kurz vom letzten Jahr ergänzend hinterlegen. Ich meine, 70% unserer Beratungsleistungen im letzten Jahr, unsere Beratungstermine, waren technische Beratungstermine. Was heißt das? Also technische, das irgendwas nicht funktioniert. Technische Beratungssysteme im Sinne von, wie funktioniert das mit dem Online-Banking? Was muss ich tun? Wie kann ich mich einstellen? Mhm. Wie, also sprich, die Mitarbeiter in den Filialen haben immer stärker auch die Rolle übernommen, des Ermöglichen. Enabler. Ja, des Enablers. Händchen halten. Ja, und da muss man am Anfang natürlich auch sehr dafür werben oder auch natürlich, weil die sagen ja, aber wenn ich das enable, dann kommt der Kunde ja nicht mehr zu mir. Schaffe ich mich in Zweifel. Also sprich, diese Frage, die du vorher gestellt hast, welche Aufgabe hat eigentlich welcher Mitarbeiter und wie wird es für die Zukunft sein, ist eine ganz wesentliche. Ja. Deswegen ist das Thema Change Management im Unternehmen auch etwas, was wir in den letzten 2 Jahren auch bei mir im Team mit hochgezogen haben. Und inzwischen da auch eine sehr schöne Expertise haben, wo die bei allen Projekten die Veränderung im Unternehmen mit sich bringen, sofort zur Rate gezogen werden. Das müssen keine Marketingprojekte sein, das können alles mögliche an Projekten sein. Aber das Change Management muss mit dabei, weil es geht um die Veränderung und die muss kommuniziert werden, die muss getragen werden und die muss dann eben auch zur Wirkung führen. Andreas, wenn ich noch einmal kurz auf das Thema doch Technologieeinführung schauen darf. Du hast eben eine schöne Vision gezeichnet. Echtzeit, Personalisierung ist die Anforderung. Toll, ja. Kann ich bestätigen. Wir arbeiten ja selber als Agenturen für viele Kunden genau auf dem Thema oder dieser Vision. Ich kann mir auch so aus unserer Zuhörerschaft, wahrscheinlich sind einige auf dem Weg gerade. Hast du da so ein Key Learning, wo du sagst, jo, bei der Einführung so eines Mammutthemas da auf jeden Fall drauf achten? Oder das war also es gibt zwei Key Learnings und eine Aussage, so würde ich es mal zusammenfassen. Also ein Key Learning ist, PowerPoint ist immer schöner wie Realität. Und das kann ich wirklich jedem, der sich mit dem Thema anfreundet, nur empfehlen, sich immer Referenzen mit anschauen zu lassen, wenn es denn welche gibt. Bei uns gab es die noch nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, aber man muss dann schon sehr in die Systeme gehen. PowerPoints von allen Anbietern sind hervorragend ausgefeilt und alles ist möglich. Als Unternehmen muss man da, glaube ich, ein bisschen tiefer schauen. Das zweite Key Learning ist, alles ist möglich. Also auf der einen Seite in Frage gestellt, auf der anderen Seite, aber es ist alles möglich. Es ist tatsächlich alles möglich. Und die Frage ist, dass man wie schaffe ich es, dass ich mich nicht verliere in dieser Welt, alles ist möglich. Also wir haben im Prozess, in dem Projekt sehr oft einen Prozess gehabt, wo wir gesagt haben, das geht auch, das geht auch, das geht auch, das geht auch. Wollen wir auch, wollen wir auch, wollen wir auch, wollen wir auch. Wir wären nie zu Ende gekommen. Wir haben unsere klare User Stories definiert und die haben wir versucht umzusetzen und da Spur zu halten, um dann erst, wenn diese stehen,
zu sagen, jetzt gehen wir an die anderen Sachen. Wir haben bei weitem noch nicht das System annähernd so ausgefahren, wie es ausfahrbar wäre an Möglichkeiten. Und wir sind jetzt schon, Stand heute Morgen, habe ich mir nochmal kurz angeschaut, wir haben schon über 400 Kampagnen über unser CRM am Start. Davon sind um die 40 Dauerkampagnen, die automatisiert aufgrund von Interessen, die uns über unterschiedliche Kanäle zurückgespielt werden, ausgesteuert. Super. Das Statement? Das Statement ist Zeit geben. Mhm. Zeit geben. Unbedingt Zeit geben und den Change nicht unterschätzen. Mhm. Im Marketing genauso wenig. Man braucht im Marketing ein Stück weit veränderte Rollen, die man nicht sofort hat, nicht zwingend hat. Wenn man nicht die Mannschaft austauschen will, was bei uns zum Beispiel niemals in Frage kommen würde, bedeutet es Veränderungszeit. Bedeutet es Veränderung auch in der Beherrschung der Maschine und auch in der Denkweise. Man kann versuchen, es zu beschleunigen, indem man Experten von außen zukauft, denen fehlen aber dann wieder die Internas. Also man muss aufpassen, dass man sich nicht überambitioniert an dem Thema. Mhm. Ach, das fand ich jetzt persönlich sehr, sehr wertvoll als Insights. Sind wir ja kurz vom Ende unserer Show. Jetzt sind wir ja schon beim Thema, wo ihr an der Zukunft gerade baut. Mhm. Magst du mit uns ja noch mal ein paar Jahre doch, sagen wir mal, in die Zukunft gehen, ein Bild wagen, wie wird denn das Bankengeschäft dann ausschauen? Ich würde mich mal gern über eine Jahresstrecke hinhangeln an das Bild, weil ich weiß nicht, ob es so eine einfache Antwort gibt. Ich hoffe, dass es, und jetzt spreche ich rein für das Privatkundengeschäft, weil ich glaube, dort ist die Automatik einfacher zu formulieren. Ich hoffe, dass es bei den Kunden als einfacher ankommt, wie es momentan sich darstellt. Also Banking ist nämlich per se einfach. Und die Art und Weise, wie wir es machen, und die Veränderungen lassen es komplex erscheinen. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht komplex. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass wir es schaffen werden, das Banking so einfach darzustellen, dass es für jeden auch tatsächlich ein einfaches Thema ist, wo er für sich klar und deutlich seine Entscheidungen gut treffen kann, mit einem guten Gefühl und nicht immer mit dem Gefühl, habe ich jetzt wirklich die letzte Klausel auch verstanden. Also ich finde es eine tolle Einsicht. Gibt es in anderen Branchen auch Komplexität rausnehmen und auf das Wesentliche konzentrieren? Yeah. Ist nicht so einfach. Nein. Sowohl technologisch als auch von der psychologischen Konstellation. Aber das ist ein fantastischer Hinweis. Ich würde gerne noch mal zum Purpose kommen, weil das natürlich für die Zukunft auch wichtig ist. Mhm. Weil die Sparda Bank hat ja einen higher purpose, wenn man so sagen kann. Aber wenn man in dieser englischen Sprachweise bleiben will, die hat einen guten Grund. Es ist eine Genossenschaftsbank. Mhm. Die arbeitet für die Genossen und Genossinnen, die da alle dabei sind. Und die muss keine 35% Rendite abwerfen. Und das will sie auch gar nicht. Und ich denke, mit diesem Vermögen, mit diesem Vertrauen, mit dieser Geschichte hat die Sparda Bank eine ganz spezielle Situation. In Deutschland haben wir eine ganze Menge andere Unternehmen, die in ähnlichen Konstellationen als Stiftung oder Genossenschaft, was auch immer. Aber wenn man so nah am Privatkundengeschäft ist, glaube ich, nicht für jeden, aber für viele Leute, die haben das Bedürfnis, einen sinnvollen Akt zu machen, auch beim Geld. Man kauft regional, man versucht die Energie zu sparen und man will auch bei der Bank sozusagen mit seinem Geld was bewirken. Für sich, für die anderen. Dieses Gemeinschaftsgefühl, ich glaube, da habt ihr einen Riesenfund, einen Riesenasset, den ihr in der Zukunft viel besser ausspielen könnt. Ich glaube schon, gut das könnt.
also jetzt schon tut, aber ja. Na, er formuliert es ja schon richtig, der Waldemar. Vorsichtig habe ich es versucht zu formulieren. Nein, das ist ja völlig richtig. Aber auch da sollte man die Zeitschiene betrachten. Okay. Ja, wir kommen aus einer Zeit, da war dieser Purpose völlig klar. Mhm. In den 50ern, in den 60ern? Nein, ich würde sagen, bis vor 5 Jahren, bis vor 6 Jahren war es völlig klar. Es war das kostenlose Girokonto, es war die beste Baufinanzierung, die du machen konntest. Mhm. Sie war schnell, sie war einfach, sie war unkompliziert. Ja. Und deswegen sind viele Kunden zu uns gekommen, deswegen sind wir ja auch die größte Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg. Mhm. Also das hätte auch seinen Grund, mhm. ja, warum wir das so waren. Die Leute haben ihre Einlagen gebracht, es waren schnelle, sichere, einfache Einlagen. Mhm. Was bekommst du für deine Einlage momentan auf der Bank? Nicht mal ein bisschen. Nein, 0,00, kann ich das sagen. Genau. Wenn du Glück hast, sind es 0,001, also in der dritten Stelle. Aber es hat sich natürlich schon ein bisschen was in der Marktkonstellation verändert. Mhm. Und die Differenzierung über den direkten Mehrwert des Preises, mhm. Die funktioniert heute nicht mehr. Genau. Das genau. heißt, die Margen sind zu niedrig, die Differenzierung zu klein. Wenn ich jetzt eine Baufinanzierung mache und ich habe eine hervorragende 10-Jahres-Kondition von 0,78 im Vergleich zu 0,88 vom genau. Konkurrenten. Genau. Boah. Wo bitteschön ist da jetzt noch? Also, genau. so, also muss es doch an einer anderen Stelle sich widerspiegeln. Und an unserem Purpose als Genossenschaftsbank, die sich mit ihren Stiftungen, mit unserem Gewinnsparverein sozial engagiert, in der Bildung für Kinder engagiert, mit unserer Stiftung Umwelt und Natur in Nachhaltigkeit investiert, in die Kultur in Baden-Württemberg investiert, da sind wir bei den Leuten nach wie vor sehr, sehr gut positioniert. Aber das ist auch kein Thema, was die breite Masse in Baden-Württemberg wahrnimmt, mhm. ja, sondern es geht dann am Ende als Dienstleister immer auch darum, ich nehme das wahr, ich nehme das als gegeben hin, es gibt mir Vertrauen, bei der Bank zu sein. Aber in der Leistung muss ich auch meine Differenzierung spüren. Klar. So, und jetzt komme ich genau an diesen persönlichen Leistungsfaktor. Mhm. Da waren wir bisher preislich sehr, sehr positioniert. Und wir müssen jetzt in diesen Prozessualen, in mhm. diesen Frontends aufholen. Mhm. So, und da ist es die gilt es, die Hausaufgaben genau. voll fertig zu machen. Da genau. haben wir sehr, sehr gute Ansätze, aber wir sind dann noch nicht fertig. Genau. Und über diese Schiene, und auch da gibt es ein Change oder einen Wandel von den Menschen, die das, was früher war, immer noch gern wieder hätten. Aber das kann ich ihnen heute nicht mehr geben. Mhm. Ja? Mhm. Und auch da haben wir dann eben den Wandel durchzuführen. Und dann gibt es wieder neue. Und dann gibt es wieder neue, die genau. dazukommen und sagen, ja, aber das ist doch cool eigentlich, was mhm. die da machen. Und genau. eigentlich ist doch gut. Mhm. Und in dieser Welt leben wir da momentan. Mhm. Damit sind wir eigentlich ganz hoffnungsfroh für die Zukunft. Ich glaube, wenn du jetzt nach vorne schaust, ich glaube, wir sind in Zukunft dann tatsächlich, haben wir es geschafft, unsere unterschiedlichen mhm. Kanäle und Touchpoints und Erlebnisse der Kunden miteinander so zu synchronisieren, dass es ein gemeinsames Erlebnis wird von einer sehr verantwortungsbewussten, nachhaltig agierenden Bank in Baden-Württemberg für und die Menschen, die hier wohnen. Genau, und sinnvoll getrieben und genau. da können sich viele Leute mit identifizieren. Genau. Und das ist so das, wo ich denke, werden wir in ein paar Jahren rausmarschieren. Super. Ja, ich glaube, eine Riesenchance. Also sagt ja auch dein Buch Age-to-Age-Marketing, The Genesis of Human-to-Human-Marketing und auch wir in unseren Projekten sehen das immer mehr. Custom Experience mhm. ist genau nicht mehr ein Kundenschröpfen, sich über den Kunden stellen, sondern dieses gemeinsam gewinnen. Da bringt die ideale Voraussetzung mit. Durften wir heute erfahren. Waldemar, wir haben ja immer die, vielleicht, was sind die 2, 3 Aspekte, die du heute mitnimmst aus dem Gespräch? Also ich habe ein Riesenlernen heute erleben können. Zum einen natürlich die Bank selbst. Mhm. Ja. Also Sparta ist natürlich eine etablierte Bank, aber dass da so viel Veränderung stattfindet, ist von außen für mich jetzt bisher noch nicht sichtbar gewesen. Und dann den zweiten Aspekt, ich hatte es vorher schon mal gesagt, CX findet ja zwischen 2 Menschen statt. Und wir haben
oder ich persönlich immer mehr den Fokus auf den Kunden gehabt und nicht so sehr auf den Mitarbeiter. Und dieser Einsicht von, also speziell durch deine Beispiele getrieben, die sind ja so existenziell, weil wenn ich zwei unzufriedene Leute habe, dann passiert gar nichts. Wenn ich einen zufriedenen habe, einen unzufriedenen, passiert weniger. Und wenn es gewechselt ist, habe ich auch weniger. Also ich muss auf beiden Seiten was tun. Ja. Und diese Verbindung schafft eine neue Situation, schafft eine neue menschliche Situation, die dann auch sich woanders hin entwickeln kann. Aber dass das sozusagen in das Marketingkonzept der Unternehmen verstärkt mit aufgenommen wird, das ist eigentlich meine Haupteinsicht. Wir müssen Kunden und Mitarbeitern auf ein Niveau bringen oder ihnen Bedingungen geben, dass sie da funktionieren und miteinander interagieren. Ja, sie gleichzeitig entwickeln. Genau. Super. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Waldemar, aber natürlich unserem Gast, lieber Andreas, dass du heute da warst. Ich fand es auch super, super spannend. Liebe Zuschauer, das war unsere zweite Episode von der CX Lounge. Die dritte ist auch schon in Anbahnung. Von da aus schaltet das nächste Mal gerne wieder ein.